Das ist jetzt einfach so erfahrungsgemäß mal dahergesagt. So, wir speisen den von da ein. Wir könnten den jetzt auch... Warte mal, oder wollen wir den von unten einspeisen? Das ist vielleicht auch gar nicht, ist auch gar nicht so ungeil, die Idee, finde ich gerade. Habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Machen wir dieses Mal. So, dann ist der von unten eingespeist. Der ist natürlich jetzt erstmal noch nicht eingespeist. Den speisen wir jetzt auch noch gar nicht ein. Wir gucken hier mal. Wir nehmen uns mal ein bisschen Zinn. Und dann... So, gehen wir jetzt hier einmal hoch. Und dann sehen wir unser Zinn. Sehen wir wo? Da sehen wir hier, glaube ich, irgendwo. Da sehen wir Zinn. Okay, da sehen wir 35, 64, 3. Wir werden jetzt einfach mal 10 Dinger uns nehmen. Und werden die 10 Iron hier reinpacken. So, drin sind sie. Passiert auch was. Aber passiert das auch in die richtige Richtung? Nee. Wie wir sehen, passiert nichts. Also er hat es jetzt alles weggebracht. Und zwar hat er das ganze Zeugs jetzt nach unten gebracht. Nehmen wir uns nochmal 10 Stück raus. Gut, oder auch nicht. Also er hat jetzt alles quasi nach unten gebracht. Weil wir haben den Router jetzt nicht konfiguriert. So, jetzt konfigurieren wir den Router. Wir haben hier Bottom, North, East, South, West, Top. Wir wollen natürlich in der Top. Top nach oben, nicht? So, dadurch, dass wir das Ganze mit diesem Inventory Cable verbunden haben, sind auch gleichzeitig diese ganzen... wie erkläre ich das jetzt am besten? Pass mal auf. Wenn ich jetzt einen so einen Turm unten anklemme, mit diesem Inventory-Kabel sind alle anliegenden Inventare ebenfalls mit dem Router verbunden. Nun haben wir diese Storage-Units ebenfalls aus Router Reborn. Kann man so machen, kann aber auch Kisten nehmen. Da kriegen wir jetzt ein Problem. Wir haben da oben nämlich Bodenschätze. Jetzt hat der Router die Angewohnheit, dass er erstmal sich das erstbeste freie Inventar schnappt. Kann auch sein, dass er jetzt gerade das Zinn da reingefuckt hat. Hier sind zum Beispiel 15 Ingots drin. 5 der 10. Und weitere 5 sind hier reingegangen. Okay, hat er aufgeteilt. Hat er toll gemacht. Nicht. Wir laden jetzt hier einmal die Taschen ein bisschen aus. Deswegen habe ich nämlich vorhin... die 6 Storage Units geholt. Wir müssen hier jetzt nämlich ein klein wenig umbauen. Nützt nichts. Müssen wir machen. Kommen wir nicht drum rum. Habe ich im Vorfeld schon anderweitig ausprobiert. Ist nicht. Wir müssen hier tatsächlich ein wenig umbauen. So. Da, tau. Nehmen wir als erstes diese Kiste weg. Hab ich... Na? Ich höre so ein Rauschen. Gott, erstmal den Kopfhörer irgendwie lauter kriegen. Ich habe gerade so ein Rauschen gehört, deswegen... Ich musste eigentlich mal die Musik leiser... Warte mal. Sekunde mal eben. Na? Ja gut, jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Okay, wir hauen jetzt da die Storage Unit hin. Und jetzt müssen wir uns hier drum kümmern. Das muss nämlich auch alles weg. Wenn wir jetzt sagen... Welche können wir denn mal nehmen? Ja, nehmen wir einfach die hier. So, wenn wir jetzt sagen, wir packen hier eine Storage Unit hin, dann würde Folgendes passieren. Ich mache erstmal ein bisschen die Taschen leer. Wir hauen irgendwas in den Router rein. Sagen wir mal, die Storage Unit und die Storage Unit sind vorkonfiguriert. Wir klemmen jetzt hier unten das Kabel mit an. Somit wäre das alles mit verbunden. Dann würde er... Bevor er sich diese Dinger hier sucht, würde er erstmal diese ganzen Kisten nehmen. Den kann man jetzt entgegenwirken. Dafür gibt es Upgrades. Und zwar ist das dieses Upgrade. Hier steht, will make the router try and fill all slots in one target before moving on next. Das heißt, wenn der Router jetzt abscannt und findet, aha, hier hinten ist Zinn,
dann knallt er da das ganze Zinn rein, bevor er die Dinger hier verwendet. Ich persönlich würde aber es eher vorziehen, wenn wir hier die ganzen alten Holzkisten verschwinden lassen und anstelle der Holzkisten überall so eine Storage Units hinpacken. Würde ich persönlich einfach vorziehen. Weil, wieso, weshalb, warum? Tribolo, warum machst du das schon wieder? Das ist ausnahmsweise nicht nur, weil ich es kann, sondern weil ich da noch mehr vorhabe. Und zwar möchte ich ganz gerne den ganzen Loot aus dem Keller, den möchte ich gerne hier oben ins Lager mit reinhaben. So, und hier fange ich jetzt schon mal an. Ne, warte mal, wir nehmen mal keine Diamanten. Wir nehmen mal Invar. Ja, nehmen wir mal Invar. So, Invar. Ja, jetzt habe ich natürlich keine hohle Hand. Jetzt habe ich eine hohle Hand. Konfiguriert. Wir haben jetzt im Keller noch Invar. Das ist allerdings irgendwie so konfiguriert, dass es nicht gezogen werden kann. Warte mal, wo haben wir das Invar denn überhaupt? Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Wo habe ich denn das Invar drin? Hier nicht. Da nicht. Achso, die Kiste hier, die müsste dann natürlich demnächst in diesem Kino auch nochmal konfiguriert werden. Das machen wir später. Beziehungsweise das müssen wir später machen. Ich hatte hier unten auf jeden Fall Invar gefunden beim letzten Mal, bei der letzten Aufnahme. What? Wo ist das Invar hin? Ja, hier hat er nur das Aluminium schon wieder nicht gezogen. Frag mich nie warum. Ich weiß es nicht. Wo ist das ganze Invar-Zeug hin? Ich hatte hier 3 Stacks oder so. Jetzt schlägt es aber 13. Was haben wir hier? Hier haben wir Zinn. Hier haben wir Zinn. Pass mal auf, die können wir schon mal mitnehmen. Hier haben wir Lead. Hier haben wir Osmium. Lead, Osmium nehmen wir auch mal mit. Ey, jetzt schlägt es aber 13. 14, 15, 16. Keine Ahnung wie viel. Weil letzte Aufnahmesession. Also die verkackte. Ich laufe hier unten lang. So, ach ja, hier haben wir noch ein bisschen Invar. Ach ja, hier haben wir noch ein bisschen Invar. Ach guck mal, hier haben wir noch Invar. Ach Mensch, lange kein Invar mehr gesehen. Oder ist Invar hier schon irgendwo? Goldkopper, shiny. Wie ist es eigentlich? Naja, gut. Silver, Lead. Nee. Lead. Zinn. Iron, Aluminium, Invar ist jetzt da oben. Nur 41 Stück. Das wundert mich jetzt aber. Irgendwo hatte ich auf jeden Fall deutlich mehr Invar gefunden. Da bin ich gerade absolut von überzeugt. Oder bin ich jetzt doch in der... Was habe ich jetzt in der Hand? Zinn. Oder bin ich jetzt doch in der falschen Aufnahme? In der falschen Map. Mach mich nicht schwach. Nö. Das passt von der Aufnahme her. Hab schon Angst gekriegt, ja. So, haben wir hier Osmium. Osmium haben wir auch. So, gut, okay. Weiter geht's. Wir kommen jetzt zum Diamanten. Den Diamanten packen wir da unten rein. Dann haben wir die Emeralds. Gib mir die Emeralds. Hallo. Die Emeralds. Und natürlich immer gleich schließen. Verschließen. Wie auch immer. Hier haben wir noch Iron. Iron brauchen wir sowieso gleich noch. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Haben wir noch mehr Kisten eigentlich? Oder habe ich die schon weggepackt? Da habe ich sie gerade gesehen. So, Kisten haben wir jetzt auf jeden Fall noch und nöcher. Deswegen haben wir hier eine Spezialkiste. Zack. Nee, den brauche ich. Und das ist jetzt Kiste für Kisten. Kiste für Kisten. Siehste? Sowas braucht auch wirklich nur der Tribolo. So, dann haben wir hier Bronze. Bronze Inges. Bronze Inges sind eigentlich auch immer recht wichtig. Alter, dass der immer diesen Zinn-Nugget nachzieht, ne? Das ist ja unglaublich. Hohlkopf. Ey, wo lasse ich denn jetzt den Zinn-Nugget? Komm, den lasse ich da. Nichtsdestotrotz brauchen wir noch irgendwie so eine Rümpelkiste. So eine, ich sag mal, Allround-Kiste. Eine für alles. Guck mal, hier haben wir noch Invar. Siehst du? Er hat da vorhin nur nicht nachgezogen. Invar. So, okay. Was haben wir hier noch? Enderium Brass. Und Alumite. Da bin ich jetzt zum Beispiel der Meinung, Enderium Brass und Alumite, das muss jetzt nicht unbedingt in so eine Storage Unit, weil davon haben wir eigentlich, ich will mal sagen, nicht so viel. So, und dann hauen wir das Zeugs da rein und dann ist die Kiste auch schon voll. Na sowas. Uiuiui.
So, dann nehmen wir die Kiste weg. Dann nehmen wir die Kiste weg. Ach, da waren ja noch Knochen drin. Oh. Und dann haben wir da eine Deep Storage, hätte ich fast gesagt. Naja, ein bisschen zu viel Dingens heute gespielt. Regrowth nicht. Na, wisst ihr schon. So, wir brauchen... Nein, war doch schon richtig. Router. Wir machen natürlich weiter mit den Storage Units Number 2. Ah, verdammt. Storage Unit. So, wir haben gar kein Holz. Also, nicht hier. Würde ich sagen, flitzen wir einmal rüber zur Baumfarm. Und Ätze Baumfarm, holen wir uns ein bisschen Holz her. So, also ihr seht schon, ich habe mich ein bisschen jetzt mit dem Mod Router Reborn auseinandergesetzt. Und das Interessante wird noch das Speed Upgrade. Weil das Speed Upgrade beinhaltet etwas, was ich so ein einziges Mal in meiner gesamten Minecraft-Laufbahn nur gecraftet habe. Davon brauchen wir einen, davon brauchen wir nochmal drei. Also wir brauchen jetzt auf jeden Fall ziemlich viele von diesen Storage Units, weil ich will da in dem Lager langsam aber sicher weg von den Kisten und hin zu den Storage Units. Auch wenn das bedeutet, dass ich das gute alte Lager, so wie es ist, irgendwie vergrößern muss. Wie ich das vergrößere, frag mich nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in keine Richtung kann ich mich wirklich großartig vergrößern. Das ist halt schlecht. Hätte ich jetzt mal so gesagt. So und so und dann brauchen wir noch einen halben Stack so und dann brauchen wir so mal einen Stack Gold. Gold